Hallo Freunde analoge Unterhaltung und willkommen zu unserer besten Liste des Jahres. Wie jedes Jahr blicken wir einmal im Jahr zurück auf das Spielejahr. Ja, komplizierter Begriff, Spielejahr. Aber die Jury-Spiel des Jahres macht's vor. Das Spielejahr ist nicht das Kalenderjahr, sondern es beginnt in Essen und endet vor Essen. Und weil es jetzt Oktober ist und Essen bald kommt, Genau, das heißt, die Spiele, die ja. jetzt quasi im Oktober schon als Neuheiten ankommen sollten, sind schon Essen-Neuheiten. Deswegen, man muss jetzt hier irgendwo diesen Cut machen, Wir haben auch schon irgendwo Spiele auf dem Pi mal Kanal Daumen. gehabt, die quasi jetzt gar nicht mehr in diesen Rückblick Genau. reinkommen, ja, weil sie Oder ja halt quasi schon neu sind. Deswegen ist es Zeit. wohl wahr, es wird Und nämlich immer verwirrender. Wie ja. gesagt, was fällt mir ein? Dieses plätzchenlige Spiel Arrival zum Beispiel, das Ja. ist definitiv eine Spielneuheit gewesen, was ihr jetzt schon gesehen habt auf dem Kanal. Einige Dinge, die wir bei Neu im Regal in der letzten und in der aktuellen Folge in die Kamera gehalten haben, sind eigentlich schon Spielneuheiten. Also da kommt man mit ein, zwei Titeln, auch wir Ja. müssen selber immer nachgucken. Sag mal, war das jetzt noch Und es ist welchen ja hier, total wo? verwirrend, zum Beispiel, ne, sowas wie Reef und Coimbra war ja auf Berlincon quasi rausgekommen, aber eigentlich ist das jetzt auch noch die Essen-Neuheit von Eggert. Ja? Und zählt man das jetzt noch in den letzten Jahrgang oder in den nächsten? So ist es, aber viele Wir gucken zählen ja es in diese. den nächsten. In den nächsten, genau. Viele, die dieses Video gucken, sind ja auch neu dabei. Es ist ein Video, was viele sich anschauen, die erst einsteigen ins Hobby. Und das empfehlen wir auch immer gerne, unsere besten Listen des Jahres. Und deswegen auch nochmal kurz die Erklärung. Wir gucken einfach jetzt, was ist in den letzten vergangenen 12 Monaten, also seit Essen letzten Jahres, der größten Brettspielmesse, so in den verschiedenen Kategorien rausgekommen und was sind da unsere Top 3 persönlich? Also in den verschiedenen Kategorien meinen wir Familienspiel, Partyspiel, Würfelspiel, sowas wie Expertenspiel, ein komplexes Spiel und so weiter und so fort. Ihr seht es dann, dann kriegt ihr so eine Art Komplettübersicht in Übers den. aktuelle Jahr, wie gesagt. Also wer da seinen persönlichen Liebling vermisst und irgendwie der erstmal nachgucken, ist es überhaupt ein Spiel aus dem Jahrgang, was wir jetzt als den Jahrgang betrachten, oder ist es vielleicht hat schon 3 Jahre auf dem Buckel und kommt einem nur so aktuell vor. Ja, und deswegen, es gibt auch zu den vergangenen Jahren natürlich dieses Video von uns, wo natürlich auch viele Sachen, Spiele werden ja nicht, verderben ja nicht wie Lebensmittel, sondern die sind auch immer noch gut, wenn sie ein paar Jahre älter sind, wenn sie Genau. gute Spiele sind. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auch in die älteren, besten Brettspiele des Jahres sowieso reinzugucken. Ich glaube, das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Ausgabe, die wir machen. Aber jetzt genug der Vorrede. Wir fangen an mit dem vielleicht ja, größten Segment, das es gibt, den Familienspielen, da wo auch Spiel des Jahres einen roten Pöppel vergibt. Und ja, wir fangen gleich mal an mit Platz 3, wo wir allerdings so ein bisschen andere Einstufung vornehmen, weil. Was haben wir hier? Die Quacksalber von Ist Quedlinburg. unser Platz 3. Platz 3 Familienspiel und wir wissen ja, es war nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2018. Aber ich glaube einfach mal, behaupte einfach mal, lehne mich so weit aus dem Fenster, dass auch darüber Beziehungsweise intern, nominiert. Es ist das Kennerspiel geworden. genau, dass auch darüber diskutiert Ja. wurde, weil ich wette, es ist einfach, ja, man kann es als ganz kennerspielfreundlichen, einstiegsfreundliches Kennerspiel betrachten oder man betrachtet es halt als Familienspiel Plus, gerade noch im Bereich der Familienspiele. Und so haben wir es halt irgendwie eingestuft, bevor wir überhaupt eine Ahnung hatten, was die Jury da treibt. Und wir bleiben jetzt natürlich einfach unserer Aussage treu. Es ist ein Familienspiel Plus. So, und damit basta. Obwohl es mehr als 2000 Kombinationsmöglichkeiten hat. Aber es ist einfach wirklich ein tolles Spiel. Ganz kurz, Ja, von Wolfgang Warsch. ne, natürlich könnt ihr zu allen Spielen, die wir hier vorstellen, fast allen, gibt es ein Video, schaut es euch an. Aber es ist halt so eine Art Can't-Stop-Spiel. Tolles Thema mit Alchemisten. Wir ziehen Sachen aus dem Beutel, Mit Quacksalber. ja, gucken, dass unsere Kessel nicht explodieren. Und ja, wie wir schon sagen, es hat so diese tollen Einstiege und es hat wirklich, ja, okay, die Tiefe. Die geht wirklich ins Kennerspiel vielleicht rein, Also es ist so ein bisschen aber Backbuilding, jeder hat so einen Beutel, da werden so ja. Zutaten sich ansammeln, jeder startet mit den gleichen, man kauft am Ende eine Runde aber neue. Und der Gag ist, alle brauen jetzt gleichzeitig, greifen in den Beutel rein, ziehen Zutaten raus. Das ist alles cool, weil die meisten Zutaten haben schöne Effekte, da passiert dann oft noch was Nettes. Aber es gibt auch gefährliche Knallerbsen und dann muss man, das meint der Hunter mit Can't Stop, man muss halt abschätzen lernen, wann hört man auf, weil wenn zu viele Knallerbsen im Bottich landen, dann explodiert der Kessel und dann ist der ganze Trank verdorben und man kriegt nur noch die Hälfte der Belohnung. Das sollte tunlichst vermieden werden. Und dadurch, dass es halt so unterschiedliche Zutaten gibt, man auch nicht mit allen Fähigkeiten zur gleichen Zeit spielt, sondern diese einzelnen Zutaten auch noch verschiedene Fähigkeiten haben können, gibt es halt hier wirklich so extrem viele Kombinationsmöglichkeiten.
Unser Platz 3 Familienspiele, das Kennerspiel des Jahres 2018. Wie verwirrender geht's nicht. Nee. Aber so ist es. Wir geben uns Mühe, es nächstes Jahr noch verwirrender zu machen. Auf Platz 2, das Spiel des Jahres 2018. Ach so. Genau. Von Michael Kiesling, ein, ja, wir fließen so rum, wir legen so Azulejos. Hoffentlich richtig aussprochen, Azulejos also genannt. Also wenn du sagst, diese, wir fließen so rum, verstehst du keinen, wir spielen Fliesenleger. Fliesenleger, ja. Das klingt aber auch, als würde man irgendwie in so einer Toilette irgendwie, im Badezimmer kacheln. Aber nein, wir tun hier farbenprächtige Azulejos in unseren Palast hineintäfeln, so muss man das eher sagen. Also Fliesenleger, ja, aber bitte von der royalen Sorte. Und ich sage ja immer, weil man, wenn man sagt, man muss hier Fliesen verlegen, dann stellt man sich, weiß Gott was, woher, genau wie du sagst, schon Badfliesen oder sowas. Es ist letztendlich irgendwie so eine Art Sudoku. Das ist ja immer das, was ich denke. Du musst halt so diese viereckige Fläche mit diesen verschiedenen farbigen Fliesen so gut belegen und da halt die entsprechenden Muster irgendwie so hinkriegen. Außerdem hat es einen tollen Mechanismus, wie diese Fliesen sozusagen so ausgewählt werden. Sehr, sehr familienfreundlich, tolles, trotzdem einfach so ein unglaublich gutes, abstraktes Spiel. Ja, kann man jetzt schon sagen, das ist ja eins von den Dingen, die sind wirklich, das wird zeitlos, das wird auch das Jahr, den Jahrgang überdauern, in dem es ausgezeichnet wurde. Dessen bin ich mir ganz sicher, weil es einfach auch total dieses Kriterium erfüllt. Einfach zu lernen, schwer zu meistern, von jung bis steinalt, hat man da Spaß dabei. Weil keiner fühlt sich vom Thema abgestoßen, keiner fühlt sich überfordert. All diese Dinge sind erfüllt. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Wer überhaupt keine Fliesen mag, der kann jetzt bei den Neuheiten in Essen gucken. Da kommt nämlich Azul 2 jetzt mit Glasfenstern. Aber ich glaube, die Fliesen, die fühlen sich so toll an. Ich glaube nicht, dass die Glasfenster da mithalten können. Meinst du, die gehen kaputt, wenn sie runterfallen? Ich glaube, die Fliesen, die bleiben. Einsame Spitze. Ja, auf unser Platz 2 Azul. Wie gesagt, Spiel des Jahres 2018. Was kann denn dann? Was kann denn dann noch kommen? Ja, leider eine schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht. Nein, eigentlich ist es. Es gibt gar keinen Platz 1. Doch, es gibt. Eigentlich ist es vollkommen klar, dass dieses Spiel, dass das jetzt so ist. Ich muss gleich sagen. Ich hab's in der Hosentasche. Ja, Kron muss es gleich mal machen. Vielleicht könnt ihr es erraten. Unser Platz 1, Familienspiele des Jahres 2018, geht an. Ja. Und was ist es? Meeple Circus. Meeple Circus. Hier rollt der Elefant durchs Bild. Da seht ihr die tanzenden Clowns. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es verliehen. Unfassbar. Aus gutem Grund, unfassbar, aber kann man sagen. Nein. Auch an ein kanalinternes Mitglied, das fantastische Wobei, Bilder jetzt ist mir klar geworden, eigentlich ist es richtig. Eigentlich ist es richtig, dass das jetzt nicht da ist, weil eigentlich, diese Story war ja die, dass wir Meeple Circus ja auch auf das Spiel, da war es schon mal weg. Ne? Also wir haben erst wollten wir es auf der Gen Con, da haben wir es nicht bekommen. Dann letztes Jahr auf der Spiel haben wir es gehabt und als wir diesen Riesenberg an Spielen ausgepackt haben, als wir von Essen nach Hause gekommen sind, was war nicht da? Meeple Circus. Das hat jemand gestohlen halt. Aber ich meine, Dinge passieren. Wir haben natürlich einen ungeschützten Stand. Es werden ganze Kassen in Essen geklaut mit zigtausend Euro. Und es wurde weg. Halt einfach ein Spiel geklaut. Vielleicht ist aus Versehen noch auf dem Glücksrad-Ding gelandet und dann hat da gleich einer zack und das haben wir nicht mitgekriegt. Ah ja, wenn jemand. Ja, keine Angst. Ja, du hast es behalten, glücklicher Gewinner. Aber das wäre echt mal cool zu wissen, falls es jemand letztes Jahr beim Glücksrad Meeple Circus gewonnen hat. Postet lieber nicht, schreibt uns eine private Nachricht. Nein, wir haben es ja dann wieder bekommen von Mattergott. Ja? Nur, dass es jetzt wieder nicht da ist. Ne? Wieder weil, nicht da, ja, weil... wenn ich schuld, aber es ist nicht verschwunden. Es ist in der Familie und es kommt wieder zurück. Unser Platz 1, es ist unser Prädikat, Familienspiel. Prädikat ist das Einzige, was wir letztes Jahr oder in den letzten 12 Monaten vergeben haben für ein Familienspiel. Unser Prädikat besonders empfehlenswert. Ja, es ist halt einfach, es ist halt eben nicht so das klassische Familienspiel. Es ist halt so ein Hunter- und Kron-Familienspiel. So mit Miepeln, die man so übereinander stapelt und irgendwelche Background-Musik, die man dabei. Ja. Eigentlich muss man die manchmal muss man die auch selber singen, ne, in dem Spiel. Also guckt euch die Rezension an, das ist halt einfach ein Spiel, was wir einfach cool finden. Ne? Ja, ist wahnsinnig. Also ich mag ja total Balance-Spiele sowieso, aber bei denen, das funktioniert halt total gut, weil es mir einfach nicht bei dem gelingt, wie bei manchen anderen Balance-Spielen, irgendwann glaubt man den Dreh rauszuhaben, sondern hier ist immer wieder diese Gier nach der Sensation und dann vor allem gepaart mit dieser letzten Runde, wo einen die anderen anstarren. Ich komme damit echt nicht klar. Und bei mir, ich fange immer diesen kleinen Miepeln, das große Zittern an und so, aber
aber das finde ich fantastisch. So muss ein Balance-Spiel halt sein, dass es sozusagen mit den Fähigkeiten mitwächst und immer, man immer wieder scheitern kann. Unser Platz 1 Familienspiele. Meeple Circus. Kommt aber jetzt übrigens, ja, viele ja. haben das vielleicht, lohnt sich auch wirklich jetzt auf den Einkaufszettel zu schreiben, weil es kommt jetzt auf Deutsch auf das Spiel bei Pegasus raus. Endlich. Nicht, dass man da viel Text gebraucht hätte, aber so ist es. Es kommt halt im Prinzip raus, aber das ist auch sowas, ne? Dieses Deutsch-Englisch, wann kommt es in welchen Jahren rein? Bei uns auf dem Kanal war es halt jetzt schon in den letzten 12 Monaten, wir haben es rezensiert, Prädikat gegeben, es war die englische Version, aber das wäre absurd, das jetzt erst nächstes Jahr, dann das wäre noch viel verwirrender, als es so zu machen. Wenn es bei uns auf dem Kanal da ist, ein Video dazu gibt, dann ist es im Jahrgang. So ist es. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie, Kartenspiele. Kartenspiele habt, glaube ich, und die hast du. Und da haben wir, in Zukunft haben, jetzt haben wir auch übrigens alle Spiele da, keine Sorge, es kommen keine leeren Versprechungen mehr. Platz 3. Platz 3, ganz überraschenderweise, kann ich sagen, krass kariert. Ich habe es jetzt auch endlich gespielt, da musste es Hunter noch solo rezensieren. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich ein wirklich saucooles Stichspiel. Tatsächlich, man kann nur sagen, echt schade, dass es sich A, unter diesem Titel verbirgt, krass kariert, um Gottes Willen. Ja. Und auch die Aufmachung, es ist wirklich, ja, es ist, unterscheidet sich in 0, nichts von so vielen anderen 10-Euro-Spielen, die ihr aus so einem Schrank ziehen könnt und die alle nur mittelmäßig sind. Aber krass kariert ist eins von den Dingern, das wirklich ein tolles Stichspiel ist. Ich glaube, das ist, heißt deswegen krass kariert, weil es einfach so krass unscheinbar ist. Ja, warum hat man das denn nicht zum Beispiel in diese Skulking-Reihe gepresst, wo es dieses Vampire, ich finde Vampire Queen schlechter, ich finde das ist dritte aus der Reihe, wie hieß es? Aber das ist seit Skulking. Ja, das ist ja auch Amigo, nicht Schmidt. Schmidt. Ach ja, das ist natürlich ein Grund. Entschuldigung, die liegen alle so nah beieinander. Das ist natürlich, Entschuldigung, das eine ist natürlich Schmidt, das andere Amigo. Das ist, ist es meiner Meinung nach das beste Amigo-Stichspiel, ist Wizard von Amigo. Ja. Wizard ist von Amigo. Das ist auf jeden Fall in diesem Fahrtwasser. Ich weiß, es hat eben nicht diese stylische Aufmachung. Es ist wirklich, und es ist ungewöhnlich. Es ist wirklich ungewöhnlich. Es ist wirklich, lasst euch nicht abschrecken hier von diesen einfach nur karierten Karten mit Zahlen drauf. Man muss halt ab 3 Spielern, geht es halt nur 3 bis 5, aber es ist wirklich, das finden wir, das perfekte Reisespiel, auch finde ich ein cooles Spiel, auch so für Leute, die wissen, meine Großeltern, die spielen eigentlich nur Skat oder Doppelkopf oder irgendwie sowas, weil dann können sie auch das spielen. Und es ist halt ein bisschen anders, ein bisschen sagst frischer. So. Ja, also, mir macht es auch Spaß, ja, wie gesagt, ich bin auch begeistert, wir haben das jetzt im Urlaub dabei gemacht. Ah, das hat nicht geklappt. Doch, wir haben das auch jeden Abend tatsächlich, es war unser meistgespieltes Spiel im Urlaub, diesen Urlaub. Ich habe kein einziges Mal gegen meine Frau gewonnen. Ja gut, das ist natürlich was anderes. Kein einziges Mal. Ich denke, so schwierig sind die Regeln ja nicht. Und irgendwie ist es doch auch klicksabhängig. Nee, ein bisschen. Aber irgendwas habe ich immer noch nicht ganz verstanden an dem Spiel. Aber ich finde es gut. Platz 3, krass kariert, wirklich nicht verdient. Wir dürfen nicht so lange reden, sonst läuft uns die Zeit davon. Wir Platz 2. 2 schneller, da brauchen wir nicht viel zu sagen. The Mind. War auch schon in vieler, war nominiert zum Spiel des Jahres. Ja, vielerlei Munde. Das sollte man aber schon wissen, es ist ein sehr spezielles Spiel. Also es ist bestimmt nicht das Mitbringsel für jedermann, aber für vieler Mann und vieler Frau. Weil es ist, hier steht es auch drauf, mehr als ein Spiel. Tatsächlich sind die Regeln ganz einfach. Jeder hat so Karten mit Zahlen drauf. Und alles, was wir tun müssen, ist diese Karten jetzt in einer aufsteigenden Reihenfolge abzulegen, ohne dabei Fehler zu machen. Und der Gag ist, ich darf überhaupt nicht mit meinen Mitspielern kommunizieren. In keinster Weise, weder mit Klopfen noch mit Augenrollen, einfach nur mit Gedanken übertragen. Dasein an sich und das Lesen der Atmosphäre und wie auch immer man das nennen will. Ja. Das funktioniert erstaunlicherweise. In gewisser Weise soll man gar nicht so viel drüber sagen, weil dieses Spiel muss man auch selber sozusagen entdecken für sich. Was ist da eigentlich der Gag dahinter? Da muss man einfach mal mit einem ganz leeren Kopf ohne Erwartungshaltung reinsteigen und deswegen eignet sich es vor allem auch sehr, es mit fremden Leuten zu spielen, mit Leuten, die es noch nicht kennen, sozusagen der Einstieg in The Mind ist eigentlich das Faszinierendste. Lasst uns eins werden. Ja, und dass es mit unser anderen Gruppen auch immer wieder anders ist. Platz 2. Oder man spielt es halt solo. Ja, oder das nicht. Das nicht. Nur für Schizophrene. Ja. Okay, Platz 1. Platz 1 von Osprey Games. Der Autor ist Per Silvester. Die Rede ist von The Lost Expedition. Für 1 bis 5 Spieler, 30 bis 60 Minuten dauert es. Und ja, es ist meines Wissens bislang nur auf Englisch erhältlich. Es ist aber so, ob es inzwischen eine deutsche Anleitung gibt, weiß ich gar nicht. Aber die Karten sind halt total sprachneutral. Also wenn man da irgendwie, selbst wenn man irgendjemanden kennt, hier
Papa, übersetzt mir mal die Anleitung. Irgendwie kriegt man das schon hin. Wenn man mal weiß, wie das Spiel geht, ist es vollkommen wurscht, dass es Englisch ist, weil, wie gesagt, es sind nur Bilder und Symbole auf den Karten. Und es ist thematisch cool. Wir machen diese verrückte Expedition, die da verloren gegangen ist im Urwald. Und ja, wir müssen einfach da kooperativ durch. Ich finde es einfach thematisch der Knaller. Ja, schaut euch mal unser Let's Play an. Und es ist vielleicht ein bisschen spezielleres Spiel, ja, du sagst es schon auf Englisch und man kriegt es vielleicht auch nicht an jeder Ecke. Aber es lohnt sich. Das ist sicherlich kein Spiel, was man mit vielleicht mit der Oma spielt. Das ist eher so ein Gamers Game, aber ja, wirklich ein interessantes Kartenspiel. Und deswegen hier unsere Platz 1 Kartenspiele 2018. Es gibt inzwischen auch eine Erweiterung mit dem Brunnen der ewigen Jugend, The Fountain of Youth. Weiter geht's mit der Kategorie Kennerspiel des Jahres, wollte ich schon sagen. Die besten Kennerspiele 2018, unsere Top 3. Die sind bei dir, glaube ich. Und auf Platz 3 ein vielleicht auch etwas ungewöhnliches Kennerspiel, aber anders können wir es eigentlich nicht so richtig einsortieren. Hier, Kitchen Rush. Von Asipia Games. Kann man sagen, so unser Essen-Hype letztes Jahr. Ja, und die Autoren sind David Tucci und Vangelis Bagiatakis. Ja. Also einer der Hausautoren von Atypia. Hat es jetzt auch noch nicht auf Deutsch geschafft, so wie ich das sehen kann. Ja, total bizarrerweise, aber das liegt vielleicht genau daran, weswegen wir es auch hier als Kennerspiel haben, weil es wirkt nämlich wirklich wie ein reines Familienspiel, ein Kitchen Rush, man ist kooperativ in einer Großküche, die man zusammen verwalten soll. Das klingt so richtig schön nett. Ja. Und es ist auch von der Aufmachung, es ist alles, aber es gibt wirklich extrem viel Material. Es gibt wirklich, selbst im einfachsten Level ist es ein tougher Schwierigkeitsgrad, bei dem alle Spieler genau wissen müssen, wie diese unterschiedlichen Orte der Großküche funktionieren. Und das ist die einfachste Schwierigkeit. Very easy steht, glaube ich, auf der Karte. Oder easy auf jeden Fall. Und dann kann man noch einen Haufen andere Dinge spielen und Zusatzmodule. Und wenn man Kickstarter-Zeug hat und Extras und noch welche Karten, es ist wirklich ein toughes, komplexes Küchenverwaltungsspiel, aber es trifft thematisch, wie schon manche andere Dinge von Atypia Games, den Nagel wirklich auf den Kopf, weil man fühlt sich wirklich wie in einer Großküche. Es ist wahnsinnig gut umgesetzt mit einem Sanduhrenmechanismus. Also ich stelle eine Sanduhr an den Ort und während die läuft, kann ich die Aktion schon ausführen und bin hoffentlich mit der Aktion dann auch fertig, bis die Sanduhr durchgelaufen ist, damit ich meine Arbeiter die ganze Zeit natürlich im maximalen Einsatz habe. Und man muss wirklich alles machen, was man sich in der Küche vorstellen kann. Teller abspülen, servieren, Bestellungen entgegennehmen, kassieren, neues Essen anschaffen, Essen aus dem Lagerraum holen. Alles. Alles. Ja, und also ich würde sagen, für mich ist ganz klar ein Kennerspiel, weil ich es einfach so schwierig finde, auch wirklich zu spielen. Ja, und auch noch du hast ja auch immer falsch gekocht. Ja, guck doch mal das Let's Play an, bitte. Ja, ja. Und die ganzen Regeln in Echtzeit, das ist schon einfach, also das kannst du halt, ja. Also ich würde, das würde ich auch niemandem empfehlen, so in so einer schwierigen Familienkonstellation. Würde ich das nicht empfehlen, würde ich das nicht auf den Tisch bringen. Da muss man sich schon... Naja, aber sag mal, in fast jeder Großküche schreit man sich doch an. Ja? Ja. Das meint man ja nicht so. Ja. Ja? Es wird ja einfach, geht darum, halt hinterher ein gutes jetzt Produkt mach endlich mal den Abwasch! Du machst es auch sonst nie! Fleisch, habe ich gesagt! Fleisch, nicht Gemüse! Du kaufst nie immer das ein, was ich dir aufgebe. Fantastisch. All das bringt Kitchen Rush. Halt, es geht noch weiter. Ich habe das. Ja, nee, wenn euch das alles so hektisch und zu viel ist, dann spielt lieber das hier. Rogers of the Ganges, unser Platz 2 Kennerspiele 2018. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, finde ich, bei den Kennerspielkategorien. Ja, Kitchen Rush ist so eben so ein bisschen unser persönliches Highlight so gewesen. Es gab eine Menge Kennerspiele, gute Kennerspiele 2018 aus meiner Sicht, die alle nicht zu weit auseinander liegen. Aber gefühlt war Rogers irgendwie da das Beste. Also das ist so ein bisschen mein Fazit. Also es hat halt einen wirklich ausgefeilten Würfelmechanismus. Es hat gleichzeitig so dieses Gefühl, oh, das ist mal wieder so richtig schönes, klassisches Worker Placement, so richtig on top, ja. Und du hast auch noch ein Blättchenlegespiel dabei. Und das ist alles so gut verwoben, ausgedacht, mechanisch so super. Ich finde auch, das ist eine absolut runde Sache übrigens von den Brands, Inka und Markus Brandt. Ab 12 Jahren wird das Ganze empfohlen, dauert so 75 Minuten, Zeit ist für Spieler. Und ja, da treffen tatsächlich halt so Mechanismen in dem Kennerspiel zusammen, die mir auch alle Spaß machen. Dice irgendwo Placement einsetzen, Plättchenlegespiel ist noch ein bisschen dabei, alles mit einer netten Aufmachung, auch mit einem Setting, das man noch nicht 4 Quadrillionen Mal gehabt hat, sondern das wirkt irgendwie alles noch erfrischend. Ja, finde ich eine total verdiente Nummer 2. Ja,
Und ist auch bei uns fast, ja, knapp an so einem Prädikat auch so halb vorbeigeschrammt. Irgendwie, Mehr mir als hat die, halb, glaube ich. mir hat, Ganz mir, knapp. ja, knapp, mir hat die Aufmachung nicht ganz Weniger so als halb, gefallen. Ja, sozusagen. es war wirklich knapp, aber vielleicht auch deswegen, weil es eben, wie ich schon sagte, ein paar Spiele gab, die waren auch nicht schlecht. Ich sag nur mal sowas wie, ne, so ein Heaven and Ale, Noria oder ein, die waren alle auch nicht so schlecht, aber sie stechen nicht so heraus. Und das hier fand ich auch alles in Ja, mir allem. persönlich macht ja ein Heaven and Hell, ja. Ja, Aber ja. ja, Man kann da über trotzdem. ein paar Sachen diskutieren, aber wenn wir eins picken wollen, was so ein Eurogame war, was einfach, dann sagen wir halt Rutgers. Rajas. So, auf der 1 nochmal ein Prädikat, besonders empfehlenswert. Und auch so ein Spiel, was man gar nicht so leicht einordnen kann, finde ich, weil man könnte auch sagen, naja, von der reinen Regelkomplexität ist es eigentlich auch fast ein Familienspiel, aber die Herausforderung, die dahinter steckt, die ist doch ganz schön tough. Und habe ich auch auf der BerlinCon wieder mitgekriegt, dass da doch, da haben ein paar Leute nämlich gespielt und die haben auch manchmal nicht so richtig gewusst, was man macht, weil das ist halt wirklich hier richtig toughes Gameplay. Das Thema ist brillant. Wir müssen unsere Baumart möglichst groß kriegen und wir haben eine Sonne, die drumherum läuft und wir können wirklich sozusagen den Gegner verschatten, müssen gucken, dass wir genug Sonne abkriegen, um damit sozusagen, ja, mit den Sonnenpunkten können wir halt unser Wachstum anregen und halt neue Bäume pflanzen und so. Und das ist, ja, es ist fast schon so eine Art kompliziertes 3D-Schach, würde ich sagen, im Kern. Es ist eigentlich ein abstraktes Spiel, gefällt mir Ja. trotzdem wahnsinnig gut. Keine Ahnung, ich sage es ja so oft, das Auge spielt mit. Da ist Photosynthese ist ein Musterbeispiel dafür, was von der Gestaltung vom Cover bis hin dann auch zum Look vom Spielbrett ja, sich durchzieht. Und ich habe inzwischen auch gehört, dass nicht alle Menschen so begeistert sind wie Hunter und ich, aber wir und auch in den Runden, in denen ich es hier gespielt habe, ich habe tatsächlich nur positives Feedback zu Photosynthese bekommen. Also es ist mit Sicherheit irgendwo auch Geschmackssache. Für den einen oder anderen ist es nicht. Deswegen sagen wir es halt nochmal hinzu. Im Kern ist es ein abstraktes Spiel, das aber einfach trotzdem, ja, gleichzeitig auch thematisch. Also wie soll man das? Es ist, Thematischer geht's nicht, ne? es geht irgendwie schön Hand in Hand hier und ist damit, finde ich, eine runde Sache. Ja. Ja, aber ja, es ist tatsächlich so, ich würde sagen, das ist das Prädikat, wo am meisten auch andere Meinungen so ich auch so gehört habe. Weiter geht's mit den Expertenspielen, den besten drei Expertenspielen aus unserer Sicht der letzten 12 Monate 2018. Genau, wer es zum ersten Mal guckt, das Expertenspiel ist dann nochmal ein bisschen komplizierter als ein Kennerspiel, Da zumindest gibt's unserer Meinung im nach. Prinzip nach oben Kein keine Level mehr. Grenze, ja. Wobei es sowas wie Expertenspiel Plus schon auch gibt. Das sind dann so Sachen, die dann so mehrere Tage brauchen, um sie durchzuspielen und so. Aber ja, auf Platz 3 haben wir ein recht neues Spiel. Pulsar 2849 von Wladimir Suchi, der so für Czech Games schon so tolle Sachen da gemacht hat, wie der letzte Wille. Und jetzt eben hier in den Weltraum abhebt mit einem total schrägen, abgefahrenen, weit in der Zukunft angesiedelten Setting, wo wir Technologien nutzen, von denen hat man, wenn man die Anleitung das erste Mal liest, wirklich noch nie was gehört. Irgendwelche kreisenden Pulsare, und da wird Energie abgezapft und wirklich total verrücktes Zeug. Eigentlich aber auch im Kern ein sehr komplexes, abstraktes Science-Fiction-Spiel. Also das Thema, wer jetzt hier so ein Spiel erwartet, jawohl, ich heuer meine Raumschiff-Crew an und erlebt ein Abenteuer im Space. Nein, das ist wirklich was ganz anderes. Das ist auch eher mechanisch poliert, ein ungewöhnlicher Würfelauswahlmechanismus, wo man so je nachdem was bezahlen muss oder bekommt, je nachdem, wo so ein Zeiger liegt. Und so gibt es viele interessante Mechanismen, aber da muss man halt auch sowas mögen. Da kriegt man auch wirklich dann eine halbe Stunde natürlich Regeln erklärt, passieren diverse Dinge und das sind so viele Dinge, dass man nicht alle gleichzeitig machen kann. Da gibt es Entwicklungen, dann gibt es noch ein Hauptquartier-Tableau, das und dann gibt es hier noch diese Transmitterplättchen. Man kann sich nicht in allen Bereichen gleichzeitig ausbreiten und das ist sozusagen auch da der Reiz, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und es hat, finde ich, einen Punkt, den es heraushebt, nämlich es ist ja auch ein Würfeleinsatzspiel und es hat diesen Medianmechanismus, wo sozusagen werden viele Würfel geworfen und das gleicht sozusagen das dann immer so ein bisschen aus, wenn dann plötzlich nur ein Einser und irgendwie ganz viele Sechsen gewürfelt werden, dann hat dieses Spiel eben so einen Mechanismus, wie das trotzdem ausbalanciert ist. Im Endeffekt ist es so, wenn ich einen hohen Würfel nehme, dann ist der zwar stark und mächtig, kann viel machen, aber dann den muss ich quasi auch teurer bezahlen mit entweder Spielereihenfolge oder so einem Einkommen, was ich dann, wo ich mich da verschlechter, wenn ich einen teuren Würfel nehme. Das finde ich wirklich, ja.
innovativ, besonders für ein Expertenspiel und ja, ich gebe dir recht, thematisch vielleicht ein bisschen abstrakt, aber sonst schon ein echt tolles Spiel. Jetzt wird es thematisch wesentlich dichter. Ja. Bei Spirit Island spielen wir mal nicht die Invader, die auf einer Insel landen, alles kaputt machen, indem sie ihre hässlichen Bauwerke errichten und dann war's das mit den Naturgeistern. Nein, hier sind wir, die Spirit Island selber verkörpern, kooperativ als Spieler. Jeder spielt sozusagen einen Naturgeist, der natürlich auch eigene Spezialfähigkeiten hat. So ein Waldbaum kämpft anders als ein Flussgeist. Und das ist hier wirklich alles mit drin. Und dann kommen knallharte Invader, die quasi hier vom Spiel selber gesteuert werden, die unsere schöne Insel erobern wollen. Ja, also wirklich den anderen Blickwinkel mal eingenommen. Das alleine verdient schon Aufmerksamkeit und dann verbirgt sich dahinter wirklich ein sehr, sehr gutes, teilweise finde ich, knallhartes expertenkooperatives Spiel. Ich habe auch schon von Gruppen gehört, die sagen, das ist uns immer noch zu leicht. Aber selbst dann gibt es da, glaube ich, Sachen, wo man ja, die Schwierigkeiten hat. Ja, es gibt ja noch, du kannst ja Schwierigkeiten, also ich meine, also bei Spirit Islands kannst du dich, du kannst dir so auf den Hintern geben lassen. Das sollte eigentlich für alle ausreichen. Übrigens, bei Spirit Island gilt das gleiche wie bei Meeple Circus. Es kommt jetzt raus auf Deutsch. Bei Pegasus ebenso. Genau, Autor und, ist übrigens R. Eric Royce. Und ich glaube auch in dem Fall ist die deutsche Fassung sogar ganz empfehlenswert. Einfach deswegen, weil die Anleitung doch recht umfangreich ist und es war schon eine gewisse Arbeit, sich da in dieses englische Regelwerk so ein bisschen einzufuchsen. Da hoffe ich für alle anderen, die jetzt die Deutsche holen, dass es bei der Deutschen einfach ein bisschen leichter geht. Und weil es sind eine Menge Regeln, es ist halt auch allein schon nur dieses neue, es ist halt einfach, ne, muss man sich erstmal reinfinden, was heißt denn das überhaupt hier? Ja. Aber im Endeffekt ist halt so, das Spiel selber steuert halt quasi die Siedler und lässt die sich vermehren und bewegen und lässt die bauen und wir müssen halt dagegen halten und möglichst viel zerstören und die halt eindämmen. Und das ist wirklich, ist sau cool. Also für alle, die viel Zeit haben, eine Gruppe, die mitzieht, ne, die keine Angst hat vor komplizierten Regeln und die gern kooperativ spielt, ein Muss. Bei der 1 sollte, wer unserem Kanal treu folgt und viele Videos schaut, eigentlich keine Fragen offen sein. Und man hat schon geahnt, es ist natürlich Gaia Project, ein Terra Mystica-Spiel von Helge Ostertag und Jens Trogemüller. Bei Feuerland ist es erschienen. Es ist die thematische Fortsetzung von Terra Mystica. Es verlagert das Ganze in den Weltraum, aber mehr als das, es macht auch sozusagen fast jeden Aspekt aus Terra Mystica nochmal ein Müh komplexer, dreht da die Schraube nochmal eins weiter, aber in einer reizvollen und spannenden Richtung, weswegen ich sogar schon von Leuten gehört habe, die Terra Mystica gar nicht so geil fanden wie wir, ich bin immer noch riesen Terra Mystica-Fan, die plötzlich mit Gaia aber erst so richtig warm geworden sind, die vielleicht unterfordert waren bei Terra Mystica, ich weiß es nicht. Aber hier halt auch wieder verschiedene Alien-Völker und jedes Alien-Volk bringt so eine richtig eigene Spielweise sozusagen mit. Also nicht irgendwie der eine darf zwei Karten ziehen und der andere drei, sondern hier sind die Spezialfähigkeiten wirklich gravierend. Und man will jedes Alien einmal gespielt haben. Und man muss ja sagen, wir haben das Prädikat diesem Spiel gegeben, besonders empfehlenswert. Auf den Patreon Awards, das sind immer die jährlichen Zuschauerpreise von uns. Da wurde es auch auf Nummer 1 Expertenspiele, glaube ich, gewortet. Ja, und natürlich, ja, muss man sagen, leider, beim Deutschen Spielepreis dieses Jahr 2. Platz nach Azul. Ja, aber klar, Azul war halt auch. Das ist beim Deutschen Spielepreis auch nicht immer so. Ne? Meistens gewinnen die Expertenspiele oder so ein bisschen die komplexeren Spiele, aber nicht immer. Siedler hat damals auch beides gewonnen, also Spiel des Jahres und Deutscher Spielepreis. Das ist nicht immer so. Und das ist ein starker Indikator, wenn es beides gewinnt. Dominion hat es auch geschafft, glaube ich, damals. Deswegen, ein bisschen schade natürlich für Gaia Projekt, aber bei uns ist es auf der 1 und kann auch nicht gerüttelt werden hier. Platz 1, Expertenspiele 2018. Ja, also wäre wirklich taffe, taktische, jetzt auch nicht unbedingt das Story-lastigste, sondern wirklich so ein richtig schön strategisches Ding will, der ist da richtig, richtig aufgehoben. Weiter geht's mit einer Kategorie, die wir irgendwann mal erfunden haben. Ich weiß nicht. Es liegt, glaube ich, daran, dass es gibt halt manchmal so Spiele, oder ich glaube, wir haben es ja auch deswegen erfunden, die geekigen Spiele, um ein bisschen mehr Sachen auch rauszuheben, die dann vielleicht bei Kennerspiel nicht so Beachtung finden. Kennerspiel und Expertenspiel, es ist eigentlich eine Kategorie, die mehr nur ein Eurogame auch bezeichnet. Also es ist nicht immer so, ne? Ich meine, zum Beispiel Kitchen Rush haben wir jetzt auch als Kennerspiel einfach. Es hätte auch ein geekiges Spiel sein können. Ja, aber es ist natürlich was. Ja, ich weiß, was du meinst. Kennerspiel und Expertenspiel sind eigentlich Kategorien, da denkt man erstmal immer an Eurogames und meistens sind auch Eurogames da zu finden. Geekige Spiele sind meistens keine Eurogames, wobei wir auch eins dabei haben. Was könnte man auch als Eurogame bezeichnen? Aber wie auch immer, es sind halt irgendwie so ein bisschen thematisch besondere
Spiele, die man nicht so leicht einordnen kann. Also aus irgendeinem Grund in diese Kategorie prügeln. Auf Platz 3 ist es sehr thematisch. Ja. Game of Thrones, Kampf um den Eisernen Thron. Die Game of Thrones Variante des wunderbaren Cosmic Encounters, das war, stand ich kurz auf dem Schlauch, ja, was uns wirklich toll gefallen hat und alle Game of Thrones Fans und alle Fans von Intrigenspielen, Kooperationsspielen, wo man sich in den Rücken fällt am Tisch, wo es um Bündnisse geht, um Absprachen, die man natürlich wieder bricht und so weiter. Für die ist das wirklich ein tolles Ding. Und das Thema hier mal wirklich eben nicht nur, um es gut zu verkaufen, sondern es passt halt einfach. Ja, es hilft einem zu spielen, weil man sofort weiß, haha, die Targaryens, denen ist nicht zu trauen. Ja, es hilft extrem. Es hilft extrem beim Spielerspiel, weil sich jeder natürlich damit seine Rolle identifiziert. Andererseits darf man natürlich nicht aufpassen, um einfach das nachzuspielen, was man aus der Serie kennt. Man kann durchaus auch aus dieser Charakter mit dem vielleicht mal ein Bündnis eingehen. Es ist eines von den Spielen, das nicht allein von den Regeln lebt, sondern von der Gruppe, die das spielt. Also nicht die Regeln schaffen schon die ganze Stimmung, die geben quasi das Setting her und das ist der Nährboden, wie bei Cosmic Encounters. Man braucht halt wirklich eine Gruppe, die Bock hat auf solche Verhandlungszeug. Also wer schon Spaß hat in einem Siedler, um ein Stück Holz zu diskutieren, hier wird richtig, hier geht es um Krieg und Intrigen und um Partnerschaften und all diese Dinge und das muss man halt auch richtig ausspielen und dann läuft Game of Thrones wie Cosmic Encounters zu Hochtouren auf, wohingegen, wenn man, es gibt bestimmt auch Runden, in denen das dann halt floppen mag, weil dann halt einfach so Verhandlungsdiskussionen, wie nennt man die, ja, Verhandlungsspiele oder so, einfach da nicht so zünden. Unser Platz 3. Unser Platz 3. Platz 2. Ja, ist auch ein wirklich geekiges Spiel. Ist kein Eurogame. Nein. Also es hat natürlich, es funktioniert so gut wie ein Eurogame. Clank in Space. Aber es ist keins. Weil, das neue Clank oder Klong, weil das alte ist quasi schon ein Jahr früher da gewesen, haben wir damals in der letzten besten Liste, ist es nicht aufgetaucht, aber... Warum? Ja, weil wir es ein bisschen zu spät entdeckt haben. Ja. Deswegen müssen wir jetzt hier mit Clank in Space kommen. Aber auch, wer es gar nicht kennt, Klonk, auch toll, ist damit auch empfohlen. Aber das hier ist quasi die Fortsetzung im Weltraum, ein Standalone-Spiel, also ein alleinstehendes Spiel, keine Erweiterung, sondern das Ganze auch noch mal ein bisschen modifiziert. Es wird ein Hauch komplexer, aber durchaus ein reizvoller Hauch. Deswegen, wenn man jetzt als Familienspieler, würde ich immer sagen, hey, dann fangt mit dem Original Klonk an. Aber alle Vollblut-Geeks und Science-Fiction-Fans, die müssen sich Clank in Space holen. Das ist ein ganz toller thematischer Deckbilder, bei dem wir in ein Raumschiff hinein müssen, in den gesicherten Bereich eindringen müssen, da irgendwas hacken, klauen und wieder raus. Es gibt also wirklich eine Geschichte, die da erzählt wird und wirklich extrem witzige Karten auch. Also man wird fast jeden Science-Fiction-Film, den man gerne hat, da irgendwo wiederentdecken und so. Da gefühlt nochmal eine Schippe drauf zu Klonk, die Anspielung, die zumindest ich hier entdeckt habe. Aber vielleicht kenne ich persönlich auch mehr Science-Fiction-Filme als Fantasy-Filme. Keine Ahnung. Muss ich mal eine Liste schreiben. Von Renegade Games. Deutsch ist es Schwerkraft. Wir haben halt hier jetzt noch die englische. Paul Dannen ist der Autor. Aber kommt jetzt, glaube ich, wirklich alles bei Schwerkraft. Gibt es natürlich auch noch Erweiterungen und Pipapo. Genau, fürs Klong gibt es schon zwei, für Clank in Space kommt jetzt auch eine. Also da ist eine Menge los. Und Platz 1 könnte man auch sagen, hätten wir auch bei normalen Kennerspielkategorie nehmen können, weil hier steht sogar Euro Edition drauf. Es ist irgendwie ein Eurogame, Chimera Station, und irgendwie ist es auch mega geekig, weil das ist ein Worker-Placement-Spiel, wo die Worker halt solche Diener, solche komischen Alien-Diener sind, die wir aber halt genetisch manipulieren können. Denen wir halt so Tentakeln oder so komische Kneifzangen oder so Gehirne einpflanzen können. Pflanzen wir ihnen Gehirne ein, können sie besser Siegpunkte farmen. Pflanzen wir ihnen diese Krallen ein, können sie besser andere wegkrallen, ja. Und dann gibt es noch, es gibt noch mehr, sie können auch dann so Pflanzendinger, dann können sie Nahrung produzieren. Und wir verändern halt wirklich unsere, es ist ein Worker-Placement-Spiel, wo wir unsere Worker wirklich zusammenbauen und wieder auseinanderbauen und das Ganze in so einem Weltraum-Setting wirklich grandios. Ja, das ist, was ich immer als Hybrid bezeichne, nämlich da treffen halt zwei Welten aufeinander. Es hat von den Mechaniken her, läuft es ab wie ein Eurogame, hat damit wirklich klar definierte Regeln, die auch nicht, da wird dann nicht plötzlich gewürfelt und wer eine 21 Würfel gewinnt oder sowas, sondern da gibt es wirklich halt Strategie, aber das Ganze in einem wirklich eigentlich trashigen Science-Fiction-Thema mit irgendwelchen gezüchteten Alien-Kreaturen. Und das ist
erfrischend und toll, gerne mehr davon. Euro Edition, gibt es denn was anderes? Nee, das ist schon ein Gag, oder? Das ist schon der erste Gag. Gibt doch keine andere Edition. Ja, ich glaube halt, das ist wegen den Anleitungen hier drin, dass deutsch und italienische Anleitungen. So ist das gemeint. Whatever, es ist halt von Game Brewer hier im Vertrieb, wahrscheinlich für Italy ist es Giochi, aber auch das ist so ein Spiel, was leider es nicht auf Deutsch geschafft hat. Und das weiß ich auch nicht, ob das überhaupt irgendwie, weil es ist halt schon mehrsprachig. Aber ich bin der Meinung, man kann es eben über Game Brewer oder einfach so kriegen. Bin ich mir optimistisch. Und, Game Brewer ist ja aktiv. Die sind auch wieder auf der Spiel. Sonst geht da vorbei und sagt, wo ich möchte auch noch ein Chimera Station. Alle, die halt einfach gern Kennerspiele spielen, Eurogames spielen, aber die halt nicht das x-te Mittelalter-Thema oder sonstig typisches Thema, das sie nicht mehr spielen wollen, für die ist alle Chimera Station aus meiner Sicht das Spiel, das man haben muss. Ja. Wahrscheinlich geht ihr eh bei Game Brewer vorbei. Unser Platz 1. Spiel. Ja. Geekige Spiele. Und jetzt? Weiter geht's. Was hast du denn da noch liegen? Ich habe zum Beispiel zwei Personenspiele, Kinderspiele, Würfelspiele. Dann machen wir doch mal mit zwei Personenspiele weiter. Zwei Personenspiele, gerne. Da haben wir uns auf der 3 entschieden für Hero Realms. Da ist eine Karte dabei, die heißt Kron. Ja, das war's. Das war's. Dritter Platz. Das ist der Begründung für den dritten Platz. Nee, es ist so im Prinzip, da gab es jetzt zuerst halt das Weltraumding. Ja, es ist andersrum wie bei Klong. Es gab erst Star Realms, da kämpfen zwei Starbasen gegeneinander und das ist auch ein Zwei-Personen-Ding gewesen. Zumindest habe ich es immer nur als Zwei-Personen-Ding wahrgenommen und gespielt. Und Hero Realms nehme ich auch als reines Zwei-Personen-Spiel wahr, obwohl es da, glaube ich, auch eine Regel gibt, was man zu viert und so. Aber das ist alles egal. Das ist für mich ein Zwei-Personen-Spiel. Es ist auch preislich überschaubar, weil man hat quasi das hier und dann kann man sich noch so kleine Booster-Packs kaufen, aber das sind nicht wie bei einem Trading Card Game, sondern einfach dann einen neuen Charakter. Überschaubar. Ja, 6 bis 8 Charakterklassen, die man da bis jetzt kaufen kann und so und das Päckchen und dann spielt man halt. Das natürlich, man kann auch damit direkt loslegen, da sind natürlich zwei Grundhelden drin und dann prügelt man einfach gegeneinander. Man beschwört Kreaturen, ich weiß nicht, ob beschwören das richtige Wort ist, aber man spielt halt Kreaturen aus und kämpft dann gegeneinander und wer zuerst keine Lebenspunkte mehr hat, hat verloren. Ja, und es hat für mich auch es hat so ein warmes Retro-Fantasy, ich würde fast schon ein bisschen World of Warcraft-Feeling in mir auch ausgelöst. Fand ich sehr überzeugt. Ja, dadurch war es klar. Ja. Unser Platz 3. Platz 2. Zwei-Personen-Spiele. Oh, die unmögliche Schachtel. Ja. Eigentlich Punktabzug. Und wenn man sie dann hält, dann ist man auch was Besonderes. Weil ungewöhnliche Schachteln habe ich wirklich nur die von den Spielen, die ich wirklich mag. Wenn man viele davon hätte, wird es wieder gehen. Da kann man so eine Reihe bilden. Naja, ich rede jetzt von Onitama. Ein wirklich reines Zwei-Personen-Spiel. Ein total abstraktes Zwei-Personen-Spiel. Ja, das ist wie so ein japanisches Schach, wirkt es auf mich. Ja, da gibt es dann immer so bestimmte Bewegungskarten, Sets von Karten. Da liegen auch gar nicht alle aus. Also jede Partie Onitama unterscheidet sich dadurch auch schon mal, dass überhaupt andere Move-Sets möglich sind. Und die versuche ich dann halt so auszuführen und dadurch meinen Gegner zu schlagen. Coole finde ich halt, dass es dieses Kampfkunstthema hat. Ne? Du musst auch versuchen, den gegnerischen Meister zu besiegen und hast dann wirklich dann so verschiedene... Ja, früher habe ich ja auch viel mit Kampfkunst, fand ich ja coole Sache, so im Filmbereich damals noch. Und jetzt hier so mit Drache genau und Pelikan und sowas. Ich weiß gar nicht, ob Pelikan gibt, aber ja, der Schwan und sowas, ja. Das ist schon echt cool. Und das Material ist auch irgendwie toll. Normalerweise mag ich das nicht. Das ist so eine aufgerollte Spielmappe, ist auch sowas. Wo ich auch nicht. Aber hier irgendwie ist es cool. Also hier passt es, ja. Wie so eine Pergamentrolle, die du mitgebracht hast. Eigentlich ist das auch so ein No-Go, ja. So aufgerollte extra Spielmatten. In der Hochkantenschacht. Ja, aber. Oh mein Gott. Aber als Zwei-Personen-Spiel, um sich wirklich. Taktisch, da ist auch sowas, ne? Wir haben es dafür natürlich zu wenig gespielt, weil wir zu viele andere Spiele spielen wollen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, du könntest wirklich Onitama-Meister werden. Ja? Das meine ich ja. Ne? Das ist halt. Damit hat es auch was mit Schach. Es ist tatsächlich eins von diesen Spielen, wo ich gefühlt, ich habe es ja nicht getan, aber gefühlt glaube, dass man das halt wirklich lange, für immer, so in seine Spielesammlung stellt, so neben Schach und Mühle steht dann noch Onitama, dass das auch solche Leute ansprechen würde, die eigentlich nur so rein ganz abstraktes Zeug, die vielleicht noch die GIPS-Reihe haben, irgendwie so. Schon ein cooles Ding. Onitama. Und Platz 1? Platz 1 haben wir uns entschieden für Time Arena von Blam. Da haben wir auch unserer Meinung nach hoffentlich witziges Let's Play dazu gemacht, wo wir beide, es ist auch kein reines Zwei-Personen-Spiel, auch hier kann man in einem Teamspiel spielen, aber für uns ist es ein reines Zwei-Personen-Spiel. Auch das hat einen wirklich
innovatives Sanduhrenprinzip, weil wir quasi, wenn wir sterben, ist der Respawn-Timer ist eine Sanduhr. Und dann gibt es natürlich Monster mit kurzem Respawn und Monster mit großem Respawn. Erfrischend. Also ja, eine Prise Gamification, Computerspiel hier im Brettspiel drin. Ja, so in Echtzeit auch, wir kloppen uns Echtzeit, haben verschiedene Partys, da gibt es auch Erweiterungen, wo dann noch andere Monster sind, die andere Fähigkeiten haben, wo wir halt auf einen anderen Pool an Monstern zurückgreifen können. Ein bisschen asymmetrisch, aber halt chaotisches Monsterschach. Voll kurzweilig einfach, sehr kurzweilig, weil halt so eine Partie geht halt einfach nur 5 Minuten, ja, weil dann ist der Timer nämlich abgelaufen und das ist schon echt cool, weil hier 10 Minuten steht, aber ich glaube, das liegt daran, dass man halt Aufbau und so weiter, ja. Auch das, so ein Spiel, leider keine deutsche Variante bekannt, aber man kriegt es irgendwie, ja, in dieser internationalen englischen Ausgabe. Von Fabrice Lamuel. Ja, in Essen auf jeden Fall und online glaube ich auch, aber leider kein deutscher Vertrieb aus unserer, laut unserer Kenntnis. Ja? Time Arena. So, bei dir? Jetzt gehen wir mal zum Partyspielen. Eine nicht ganz leichte Kategorie dieses Jahr, wie wir festgestellt haben, aber ich glaube, wir haben nach längerem Überlegen jetzt eine gute Zusammenstellung gefunden. Platz 3 geht an einen von meinen Favoriten, Who Should We Eat? Allein schon das thematische Setting ist ja auch ein Solo, habe ich auch Solo vorgestellt, ist, wir sind abgestürzt im Prinzip, ja, lost, ne? Nur, dass es nicht ewig weitergeht, sondern wir sind eben abgestürzt mit dem Flugzeug, sind jetzt auf dieser einsamen Insel und das Essen geht aus. Ja. Wir müssen jetzt gucken, dass wir zusammen einen Floß bauen. Das muss natürlich groß genug sein für alle. Problem ist nur, wir haben natürlich zu wenig Essen und wenn wir dann kein Essen mehr haben, dann muss natürlich einer herhalten, das wird dann schön per Abstimmung so mit man zieht dann den Kürzeren so, das ist ganz nett und man kann Abstimmung machen, man kann sagen, nee, aber ich kann nicht gegessen werden, weil ich bin hier total wichtig, ich bin der Handwerker und ihr braucht mich, um halt das Floß zu, oder es gibt Leute, die sind sehr gut, die Moral hochzuhalten, weil die darf auch nicht auf Null sinken, sonst haben wir nämlich kooperativ verloren. Und das, der richtige Gag ist aber der, also hier springt eben einer nach dem anderen über die Klinge, ja, weil wir halt ein paar Leute essen müssen, sonst werden wir es nicht schaffen. Ja. Hat auch den Vorteil, dass das Floß dann kleiner werden darf, ja, weil wir natürlich dann weniger Leute. Problem ist nur, die wir essen, die kommen als Geister zurück und sind dann sozusagen die Gegengruppe, die versucht, uns in den Untergang zu reißen und uns dann mit Flüchen heimsucht und uns das dann sozusagen schwer macht. Also kann ich theoretisch als Solo gewinnen und als Alleiniger? Ja, ja, theoretisch kannst du das, aber es ist schwierig. Tatsächlich haben wir da den direkten Vergleich, hatten wir immer geplant. Es gab ja noch ein zweites Spiel. Ja, dieses Galapagos. Das haben wir leider noch nicht vorgestellt. Ja. Es wird irgendwann auch Zeit bei uns für die Boardgame Battles. Ja, aber das hier ist auf jeden Fall etwas, das erinnere ich mich auch beim ersten Patreon-Wochenende, habe ich das viel gespielt. Das war einfach ziemlich cool. Und das ist natürlich total schwarzhumorig, auch so ein Spiel, was man nicht mit der schwierigen Verwandtschaft spielen sollte, vielleicht. Da muss oder man schon. Gerade jetzt erst recht. Ne? Komm, Tante Gisela. Ja, ja, genau. Du würdest mich auch in echt verspeisen. Ja. Ja, also wirklich schwarzhumoriger geht's nicht. Aber für so einen lustigen Abend unter guten Freunden, na, genau das Richtige. Who should we eat? Auf der 3 hätten wir vielleicht. Entschuldigung. 2 Partyspiele. Platz 2. Ein Spiel, das man natürlich auch als Kinderspiel oder als lustiges Familienspiel oder Schachvorder und Hinterseiten Betrachten kann. Aber aus unserer Sicht, von unserem Gefühl her, ist es irgendwie ein Partyspiel. Es ist ein Partyspiel. Es ist natürlich, ja, man kann es nur zu viert spielen, keine Ahnung. Dann, aber das ist halt der Gag, ist, da können auch die anderen mitlachen, weil es ist einfach, der Pitch ist halt sehr ungewöhnlich. Es sind echte Eiswürfel, die hier mitspielen. Und man versucht entweder seinen Eiswürfel wirklich in so einem altmodischen Laufspiel, kann man fast schon sagen, ins Ziel zu bringen oder die anderen Eiswürfel alle zum Schmelzen zu bringen. Und das ist genau der Gag. Es gibt unzählige verschiedene Angriffe von Anhauchen, Rubbeln, Salz draufschreuen, mit der Pipette Wasser drauf machen, in der Hand verstecken und raten müssen. Wirklich lauter Angriffe, die darauf abzielen, die anderen Eiswürfel zum Schmelzen zu bringen. Und das ist der ganze Gag. Und das macht einfach Spaß, weil, ja, das ist halt beim ersten Mal, mein Gott, ich habe noch kein Spiel mit echten Eiswürfeln gespielt. Und damit ist natürlich auch ein Unterschied, ob man das irgendwie in der Skihütte spielt oder am Strand von Mallorca. Da habe ich
von dem Spieletreffen, das da dieses Jahr wieder stattgefunden hat. Die haben das da wohl gespielt. Ja, da ging es sehr schnell, so eine Runde. Ich finde ja auch, am witzigsten ist es natürlich eher, wenn es warm ist. Ja, dann ist es sozusagen noch ein bisschen extremer. Wenn ihr das natürlich auf der Skihütte draußen spielt, dann schmelzen die halt nie. Dann, es ist eigentlich nicht so lustig, wenn man gewinnt, wenn man durchs Ziel läuft, sondern es ist wirklich, eigentlich ist der Gag, du willst eigentlich die Gegner zum Schmelzen bringen und als letzter noch so als kleiner Rest irgendwie. Genau, das ist wirklich noch so ein das ist auch schön gemacht, weil das sind dann so Aufsatzbecher. Also wirklich ein ungewöhnliches, witziges, in unserer Ansicht Partyspiel, aber natürlich vom Schwierigkeitsgrad her ein Familienspiel. Kann man auch mit Kindern spielen, allerdings natürlich die Frusttoleranz ist da ein Punkt, den man beachten sollte, na, weil natürlich, wenn der eigene Eiswürfel geschmolzen ist, dann ist natürlich schon... Das kann schon schmerzen, ja, sagen wir es mal so. Und Platz 1, Partyspiele. Auch ungewöhnlich, was wir da genommen haben. Das ist natürlich ein Hunter und Kron Titel, den würde er sonst nicht auf einer Partyspielliste finden. Berge des Wahnsinns. Ja, weil es wirkt natürlich wie ein großes Cthulhuides Spiel, wo man eine Abenteuergruppe auf den Mountain of Madness schleppt und dicke Regeln und so weiter. Und ja, tatsächlich muss einer auch ein paar Seiten lesen, aber im Kern ist es Spiel, eigentlich ziemlich albern, muss man mal sagen. Ist albernes, im positivsten Sinne, ein albernes Spiel, weil wir der Fluch, den halt bei Lovecraft so oft, dieses Böse, das uns anheimfällt, tritt hier, wir werden wirklich verflucht und da passieren dann absurde Dinge. Also der eine, der kann dann nicht mehr richtig, darf dann nicht mehr sprechen. Oder der darf nur noch in die andere Richtung reden. Steht dann plötzlich 5 Meter vom Tisch weg, weil halt quasi die Spieler, das ist das Spielprinzip, wir werden wahnsinniger, je weiter wir uns dem Gipfel des Berges nähern und müssen es halt schaffen, hier entkommen, hoch und mit dem Flugzeug wegzufliegen, bevor wir komplett wahnsinnig geworden sind. Und das versucht das Spiel halt umzusetzen. Das mag nicht immer ganz gelingen bei jeder Karte und jeder Konstellation, aber das hat bei uns schon zu so vielen abstrusen Momenten und Lachern und vor allem auch, weil wir das erste Mal zum Beispiel auf der GenCon gespielt haben, in einem Zimmer, wo wir hatten das einzige Exemplar, Mountains of Madness, und die anderen haben alle anderen Sachen gespielt und plötzlich steht bei uns halt einer auf und stellt sich irgendwie an die Wand und die Leute denken, wow, die sind vielleicht wirklich ein bisschen verrückt und dann merken die erst, das hat mit dem Spiel zu tun. Irgendwie finde ich es witzig und schön und ungewöhnlich. Und da ist noch das Handy laut, weil wir vorhin Meeple Circus Musik gespielt haben. Also lasst euch nicht irritieren, das ist schon der Wahnsinn. Ja, wirklich, also bei dem Spiel scheiden sich auch die Geister, aber ich glaube, wenn man es richtig einsortiert, und wir haben es jetzt einfach als Partyspiel einsortiert, dann weiß auch jeder, was es ist und dann wird man auch nicht enttäuscht, weil es ist halt nicht Lovecraft, sondern es ist eigentlich fast schon eine Lovecraft, also Parodie, ja, kann man schon fast dazu sagen. Aber eine sehr thematische Parodie. Eine sehr thematische, ich bin ein riesen Lovecraft-Fan und ich kann da voll drüber lachen und finde es total cool, dass jemand mal das so ganz auf die andere Seite aufgezogen hat. Und das stört mich gar nicht, dass es eigentlich nicht Lovecraft ist, sondern eher so was ganz Verrücktes. Oder mehr Lovecraft denn je. Oder das, ja. Also das ist natürlich, ja. So, dann gehen wir natürlich mal weiter zur Kategorie Würfelspiele. Ne? Auch das ist bei uns in dieser besten Liste des Jahres immer eine eigene Kategorie. Das ist natürlich auch immer so, na, wo fängt Würfel an, wo hört Würfel auf? Aber meistens sind es wirklich so wirkliche Würfelspiele. Und auf Platz 3... Platz 3 haben wir eine ganze Reihe uns erlaubt auszuzeichnen. Ja. Die Hunter tatsächlich, ich muss die erst noch richtig kennenlernen. Die wird jetzt auch erst auf Deutsch bei Pegasus alle 3 erscheinen. Und das auch das Interessante daran ist, Pegasus tut ja auch immer ihre Spiele aufteilen in Familienspiele, Kennerspiele, Expertenspiele. Und da ist das Besondere, dass sie den ersten Teil als Familienspiel einzeichnen, den hier ab 7 und die beiden anderen sind Kennerspiele. Und tatsächlich ist es halt auch 7, 8, 9. Es ist quasi vom Komplexitätsgrad eine leicht ansteigende Würfelspielreihe. Das finde ich schon reizvoll. Also es wird wirklich immer schwieriger. Manche mögen vielleicht mit dem noch gar keinen Spaß haben, weil es ihnen noch zu simpel ist und die spielen dann nur das. Ich habe bei allen Spaß, aber würde auch nicht jedes Spiel jedem erklären, sondern irgendwie ein Familienspiel tatsächlich mal mit dem anfangen. Und es sind halt schon witzig, so ein 7, 8, 9. Ja. Das ist schon echt cool. Ja. Danach und 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten. Und 1 bis 100 Spieler. Das ist auch noch eins von den Spielen, was quasi nach so einem Bingo-Prinzip funktioniert. Und 101 geht halt nicht mehr. Ja, ich glaube, das sind, weil dann ist der Block auf, also ich glaube, es sind genau 100 Blätter. Also kannst du einmal mit 100 Leuten spielen. Dann kannst du es 200 Mal spielen, weil der Block quasi doppelseitig ist. Ja, aber du kannst es ja dann auch, weil das Prinzip ist halt bei allen gleich, es wird immer einer würfelt, es kann also auch ein Bingo-Master sein, da müssen streng genommen die Würfel nicht mal umgereicht werden. Einer würfelt und das Ergebnis gilt für alle und die müssen jetzt halt in Regel entsprechend versuchen, da auf ihrem Block rumzuwursteln und dann,
Das kennt man ja auch von ähnlichen Spielen. Und hat halt so einen schönen Indiana Jones Retro Adventure Touch. Eine sehr coole Reihe. Ich habe alle drei solo vorgestellt. Klickt da mal rein, wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid. Ich hoffe, dass es damit weitergeht. Dass jetzt und wie gesagt, kommt jetzt schon mal ein gutes schon Zeit. Wieder bei Pegasus auf Deutsch. Da können wir nichts für. So, Platz 2 Würfelspiele. Ganz schön clever. Ja. Von Wolfgang Warsch. War auch nominiert zum Kennerspiel des Jahres, ja, witzigerweise. Ja, nochmal haben wir ja auch, fanden wir auch sehr gut. Ganz schön clever jetzt tatsächlich eben, kriegt das Kunststück hin, aus so ein paar Würfeln, die wir einfach nur werfen und auf unserem Zettel notieren, ein echt anspruchsvolles Kennerspiel zu machen. Ich meine, das ist wahrscheinlich die Quadratur des Kreises, die hier geschafft wurde. Und ja, Wolfgang Warsch ist sowieso ein Autor, der dieses Jahr Unglaubliches abgeliefert hat. Ne? Alle drei Spiele in unseren Listen. Ne? Quacksalber von Quedlinburg, The Mind und Ganz schön clever. Alle drei Spiele bei Spiel des Jahres irgendwie drin. Das ist schon echt eine gute Quote, würde ich sagen. Ja? Und mal gucken, was da noch kommt. Aber ja, für alle, die eben so Kniffel und alles, was danach kommt, auch einfach lieben, nochmal toll fanden, die müssen ganz schön clever einfach haben, weil es ist einfach wieder originell. Ja, es ist auf jeden Fall originell. Das Einzige, was man sagen muss, es ist tatsächlich ein Kennerspiel. Das ist wirklich ein kniffliges Kniffelspiel. Hier steht ab 8 drauf. Das ist eines der wenigen Fälle, wo wir, glaube ich, sogar 2 Jahre draufschreiben würden. Natürlich können das 8-Jährige spielen, wenn sie denn Spielerfahrung haben. Aber wenn das jetzt ein 8-Jähriger in die Hände kriegt, der das so wie Kniffel oder auch bei Habas Würfelkönig steht ab 8 drauf und zwischen Würfelkönig und ganz schön clever, da ist schon ein großes Komplexitätsunterschied. Ja. Unser Platz 2 Würfelspiele 2018, ganz schön clever. Und auf der 1? Auf der 1 tun wir schon Fenster zimmern, lange bevor Azul 2 und schon wieder etwas, was bei Pegasus jetzt rauskommt. Die hatten haben auch eine gute Quote dieses Jahr erreicht, bei unseren Listen, muss man sagen. Das ist hier noch die englische von Floodgate Games, auch hier relativ sprachneutral. Man muss natürlich ein bisschen was verstehen. Oder es kam schon raus bei Pegasus, das ist schon rausgekommen. Das war nur wieder ausverkauft und sie hatten dann bei der BerlinCon noch so ein paar Restbestände. Genau. Aber das wird, denke ich, wiederkommen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie das Spiel auch schon wieder da. Und ja, das ist im Prinzip Azul nur eben als Würfelspiel. Das ist jetzt so ganz und ein bisschen komplexer, ne? Das ist so ganz so dahin. Und wie gesagt, älter als Azul 2, dass das kommen wird. Also das erste Glasscheiben-Puzzlespiel. Und ja, es ist so eine Mischung. Also ja, es hat auch ein bisschen Puzzle-Element. Also ich habe das auch Leuten beigebracht, wenn die Spaß beim Patchwork hatten, dann dachte ich, okay, alles klar, dann zeige ich denen jetzt noch Sagrada. Und das hat dann auch immer geklappt. Es ist natürlich komplexer als Patchwork, aber auch nicht viel. Finde ich. Also man kann das wirklich, wenn man sich jetzt nicht das komplizierteste Fenster da so reinschiebt, man schiebt sich da so ein Fenster, dass man dann so puzzeln muss, müssen halt bestimmte Sachen erfüllt sein, da dürfen halt nur solche Zahlen liegen, da dürfen die nicht aneinander angrenzen und so weiter und so fort. Man kann sich die noch manipulieren, alles, die Würfel und so weiter. Ne? Da gibt es halt Aufgaben zu erfüllen, du willst halt alle Würfelfarben in einer Reihe haben, da gibt es nochmal Bonuspunkte und solche Sachen und im Endeffekt bauen wir halt hier an der Sagrada natürlich kirchliche Fensterglasscheiben. Und es ist quasi eben das Gamers Dice Game des Jahres, also halt wirklich auch was für etwas anspruchsvollere Spiele. Das kann man auch natürlich im Eurogame-Bereich einordnen, man könnte auch sagen, das ist ein Kennerspiel, aber das ist so würfelfokussiert, dass wir gesagt haben, das ist ein würdiger Platz 1 hier die Würfelliste. Fließt alles ineinander. Bei uns ist es halt jetzt als Würfelspiel, schimpft nicht mit uns. Genau, Platz 1 Würfelspiele 2018 geht an Sagrada. Ja, und jetzt gehen wir noch zu den Kinderspielen, die letzte normale Kategorie, die wir sonst immer so haben. Kinderspiele ist immer so ein Ding. Funkelschatz, Kinderspiel des Jahres 2018. Bei Kinderspielen ist immer so, manche spiele ich mit meinen Kindern, manche spielst du, das habe ich jetzt vor allem bei mir mit meiner Kleinen gespielt. Das ist halt wirklich ein Kinderspiel, ein Kinderspiel für Kinder. Tolles Material, wir haben solche farbigen Edelsteine, die dann so runterfallen und wir können die dann einsammeln. Ganz einfacher Mechanismus mit solchen Ringen und jeder darf immer so einen Ring hochheben und was dann runterfällt, kann man dann einsammeln. Man muss halt den Ring so hochheben, so vorsichtig, dass möglichst halt die Sachen runterfallen, die man sich vorher ausgesucht hat. Und man sucht sich vorher halt so Farben aus und denkt, da sind ganz viele rote, wenn ich das rausnehme, ziehe, dann werden viele rote runterfallen und so. Und es ist halt einfach vom Thema und von allem, es ist wirklich ein tolles Spiel für Kinder. Eher für die kleineren Kinder, das ist jetzt hier ab 5. Also ich spiele schon mit meiner Kleinen, da war sie noch nicht mal 4. Natürlich mit Hilfe, ja. Ist eher was für die kleinen Kinder, was sicherlich auch bald, also schon mein Sohn, der ist jetzt ja erst 6,
der findet es dann schon fast ein bisschen Bibi-mäßig. Ja, ne? Also der spielt dann auch mit der Kleinen, aber das ist schon was für die Kleinen. Ne? Also, meine Kinder sind da auch. Aber ist schön. Also verliere wirklich, die Zielgruppe. Ich habe es jetzt wieder verschenkt beim Kindergeburtstag, Kita-Kindergeburtstag. Ist einfach ein schönes Spiel. Dafür haben wir auf Platz 2 was reingeschmuggelt. Nochmal Würfelkönig, Haber. Wieder von Haber, was wir sowohl bei Würfelspielen hätten unterbringen können, als auch bei Familienspielen. Weil und Haber selber bringt es als Familie. Das sieht man allein schon daran, warum ist es nicht gelb? Ja, ja, es ist nämlich ein Familienspiel, aber trotzdem, es ist. Wir haben es hier aus einem bestimmten Grund. Ich sage eigentlich auch, es ist ein Familienspiel, aber es ist für mich tatsächlich, und so haben wir es jetzt hier auch benutzt, das habe ich in dem Video auch gesagt, das perfekte Spiel, um mit Kindern vom Kinderspiel, vom klassischen Kinderspiel, als eines der ersten Familienspiele, das sie kennenlernen, zu verstehen. Und dafür funktioniert es ganz, ganz toll. Also ich habe es jetzt hier meiner Tochter beigebracht und die ist noch lange nicht 8. Die hat natürlich auch schon einige Kinderspiele auf dem Buckel, hat damit halt Kinderspielerfahrung, kennt das Prinzip Spielen und Würfeln und Farben und Zahlen und so weiter. Und die hat wirklich mit ein bisschen Hilfe, konnte die jetzt problemlos Würfelkönig spielen und hat dann auch die ganzen Tage danach verlangt. Ein sehr schön illustriertes Spiel, auch Graf Ludo nominiert. Ja. Und sobald deine Tochter davon loslassen kann, dann werde ich es auch mal ausprobieren mit meinen Kindern. Ja, sehr, sehr schön. Und auf Platz 1 mussten wir auf jeden Fall Panic Mansion hier drauf stellen. Hat ja auch die Jury nominiert, hat zwar nicht gereicht fürs Kinderspiel des Jahres, aber das fanden wir klasse, dass die Jury dieses Spiel fürs Kinderspiel des Jahres nominiert hat, weil ja, es ist ein Kinderspiel, kann man so sagen. Es ist halt das beste Schüttelspiel und ich glaube, wir hätten einfach gesagt, es ist das für die Top-Liste Geschicklichkeitsspiele oder sowas. Ne? Ein Spiel, was halt einfach thematisch uns auch super gefällt. Wir sind halt in so einer Spukvilla und haben halt so verschiedene Sachen, so ein rundes Auge und so ein komisch gezackte Schlange und so eine echte Spinne so, und müssen das halt so rumschütteln. Das ist halt auch cool, dass das hier so passiert. Also jeder hat wirklich, man sieht schon, was man nachher in der Hand hält. Und man muss hier das halt so in bestimmte Räume auch so verschiedene Aufgaben erfüllen. Irgendwas muss in den Raum rein oder darf nicht in einem Raum sein und so. Also einfach klasse, aber muss wirklich sagen, ich habe es auch ausprobiert mit meinen Kindern. Es ist ein tolles Kinderspiel. Die Kinder können es auch erstaunlich gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Ich hätte gedacht, mein Sohn, der ist auch manchmal so ein bisschen, ihr wisst ja, manchmal ist er nicht ganz so stressresistent. Der nimmt es einmal und schmeißt es vor Wut in die Ecke und rennt raus. Nein, er bleibt da dabei und gibt sich Mühe und ist da richtig, ne? Lässt sich da nicht entmutigen und das ist wirklich, das spricht für das Spiel, ne? Und das ist also deswegen. Und es ist eins von den Kinderspielen, das natürlich auch für Würfelkönig gilt, weil es eigentlich gar kein Kinderspiel ist, das halt auch Erwachsenen Spaß macht. Also bei Funkeschatz ist natürlich eins, wie du schon gesagt hast, eins von diesen klassischen Kinderspielen, die sind halt für Kinder gemacht und da haben auch Kinder dann den größten Spaß. Ja, bei uns landen dann halt oft schon auch diese Spiele, die man halt auch in einer Late-Night-Erwachsenenrunde rausholen kann und die Leute haben trotzdem Spaß. Platz 1 Kinderspiele 2018. Das war es schon fast, aber fast. Nur fast. Weil es gibt jetzt noch eine Spezialkategorie. Hatten wir schon letztes Jahr, glaube ich. Ja, wir hatten da auch schon eine Spezialkategorie. Oh, jetzt muss ich mal nachdenken, was war letztes Jahr die Spezialkategorie? Exit-Spiele. Richtig, letztes Jahr haben wir Exit-Spiele als Spezialkategorie. Wir hatten letztes Jahr zwei Spezialkategorien. Die Spezialkategorien, die sagen einfach, es gibt natürlich Trends in der Brettspielwelt. Und letztes Jahr haben wir zwei Trends ausgemacht. Das eine war Puzzlespiele, ne? Mit sowas wie den Rosenberg-Spielen von der Edition Spielwiese. Und da gab es noch andere. Puzzlespiele sind immer noch ein Trend, der sich weiter fortgesetzt hat. Ja. Exit war natürlich ein Riesending. Läuft auch weiter. Frage. Aber ist jetzt nochmal hier? Nee. Ja. Sondern und dieses Jahr haben wir die Legacy-Spiele als besonderen Trend nochmal ausgemacht. Auch ein Trend, der jetzt nicht dieses Jahr erfunden wurde, aber der erst dieses Jahr so richtig in die Breite gegangen ist, weil letztendlich, wir hatten schon ein Jahr davor natürlich Pandemic Legacy, damit ist alles so ein bisschen gestartet, oder das war schon vor zwei Jahren. Aber erst dieses Jahr haben irgendwie andere nachgezogen. Das ist so ein bisschen wie bei den Elektroautos. Ne? Tesla gibt es schon ein bisschen länger und jetzt plötzlich, nach ein paar Jahren, machen es alle. So, das dauert halt auch, so Ding zu entwickeln. Ne? Also wenn die dann alle Pandemic 1 gespielt haben und denkst so, ach, ich will auch so ein Ding machen, dauert halt. Weil Legacy-Spiele, so viel kann wir als Laie auch schon einschätzen, brauchen einfach noch mal mehr Zeit im Playtesting, im Balancing, weil sonst passieren da ganz verrückte Dinge. Und es gibt natürlich gar nicht so viele Legacy-Spiele jetzt, aber es gibt einfach aus unserer Sicht mindestens drei Spiele,
aus dem Jahrgang, die würden wir so ein bisschen vermissen, wenn wir die jetzt hier gar nicht hingestellt hätten oder die hätten wir in irgendwelche andere Kategorien reinpressen müssen, in geekige Spiele oder sonst wie was. Und wir wollten sie einfach für sich herausheben als Legacy-Spiele, unsere Top 3. Und auf Platz 3 Legacy-Spiele 2018 ist Charterstone von Feuerland, beziehungsweise natürlich eigentlich Stonemaier Games. Ja, Jamie Stegmaier hat sich gedacht, was Pandemic kann, das kann ich schon lange. Und hat hier was rausgebracht mit den ganzen Vorzügen eines richtigen Stonemaier-Spiels. Unfassbares Material. Das ist auch die Stärke von diesem Legacy-Spiel. Ja. Das ist mit Abstand das schönste der drei Legacy-Spiele, die wir vorstellen werden. Das Material ist eine Wucht, das ist ganz toll. Aber von der Spielmechanik her ist es in unseren Augen auch das sich über den Legacy-Verlauf her am wenigsten fortentwickelt oder gar radikal verändert. Das ist das, was es ist, und das ist schön und rund und stimmig. Und leicht, kann man gut für mit Leuten spielen, die nicht so tief drin stecken. Das wird dann natürlich komplexer, aber nur einfach im Sinne, dass es halt einfach mehr Dinge und mehr und mehr. Aber es, das soll auch gar nicht allzu negativ gemeint sein, aber deswegen ist es halt unsere Platz 3. Optisch ein Burner, vom Material her ein Kracher, auch vom Spielgefühl sehr erfrischend, aber es, ihm geht so ein bisschen die Luft dann aus irgendwann. Ja, aber man hat es dann auch genug gespielt. Also man kriegt genug für sein Geld. Das ist schon ein tolles Ding. Genau, ich habe ein Recharge-Pack und weiß noch nicht, ob ich es brauche. Sagen wir es so. Platz dann aber, zwei. Da muss ich leider sagen, weil das ist jetzt schon die zweite. Wir haben eine gespielt, das hier ist die zweite und wir dürfen es nicht hochkant stellen. Oh. Das steht ja in der Anleitung, weil ich bin im letzten Spielfinale mit meiner Frau. Wir machen es ganz vorsichtig so halb. Die Rede ist von Rise of Queenstale und es ist quasi das ich mit meiner Familie gerade noch, weil mir hat so gut gefallen, dass ich nach dem mit Hunter, wir haben uns so zwei Tage wirklich am Stück da durchgeprescht sind. Ja, und wir jetzt, hatten auch noch ein Handmuster. Wir hatten auch ein Handmuster, klar. Und jetzt, das ist quasi Rise of Greed, da steht in der Anleitung wirklich drin, bitte, wenn ihr da kippt, nicht, dass da die Plättchen rauskippen und so. Das ist wirklich ein sehr schönes, wo ich finde, da gibt es irgendwie viel zu entdecken. Das hat teilweise auch so Andor-Stimmung. Genau, das Andor der Legacy-Spiele. Irgendwie schon. Es gibt zum Beispiel Wahrsager-Karten, die sind bei uns jetzt auch schon wieder aus dem Spiel rausgekommen. Mini-Spoiler, aber ich sage ja nicht, was da drauf ist. Und wir hatten gar nicht alle erlebt. Also da gibt es einfach, selbst mal einmal durchspielen, eben noch Dinge, die man nicht erlebt hat. Und das finde ich sehr cool. Ja, also ich muss auch sagen, Inka und Markus Brandt haben hier ein sehr interessantes neues Legacy-Spiel gemacht. Ich finde, es hat vielleicht auch irgendwo dann, bei dem würde ich auch sagen, es flacht so ab wie Charterstone. Es hat nur vielleicht auch so ein bisschen Längen manchmal, aber das haben alle Legacy-Spiele. Das muss man sagen, das gehört dazu. Dieser etwas Wiederholungscharakter, ne? Das ist ja eben, das entwickelt sich ja langsam. Man kann ja nicht erwarten, dass dann jedes Spiel ganz anders läuft, sondern du hast eben diese Entwicklung. Aber ja, es gibt noch einen Platz. Es gibt noch einen Platz. Und zu dem wird es auch noch wahrscheinlich wissen, was jetzt kommt. Ein eigenes Video geben. Die Rede ist von Pandemic. Das dürfen wir hoffentlich hinstellen. Ja. Pandemic Legacy Season 2. Da sind wir auch in der Gruppe tatsächlich sehr lang, das ist wahrscheinlich die langsamste Pandemic Legacy 2 Gruppe der Welt. Die langsamste. Wir nähern uns im Dezember und es wird dann zumindest von Pete und mir, wir werden dann nochmal, das war halt diesmal der Gedanke, dann quasi auch ein Video zu machen, das ein bisschen länger ist, mit einem Spoiler-Teil hinten dran, weil viele sind jetzt schon durch. Wir werden es dann nochmal klar kommunizieren, wir wollen dann nochmal erzählen, was da genau passiert ist, weil wir glauben, bei Pandemic 1 war es spannend genug, einfach dieses Konzept vorzustellen, aber um jetzt drauf einzugehen, was sind denn die Unterschiede, lohnt sich 2 gegenüber 1 und, war es für uns da sinnvoller, einfach zu warten, es selber komplett durchzuspielen und dann sozusagen, wenn eigentlich alle Review-Züge schon abgefahren sind, so einen Spoiler-Nachtrag zu liefern. Ja. Das war da der Gedanke, vielleicht findet ihr das auch kacke und wir hätten 2 Videos machen sollen, wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Ja, vielleicht hätten wir es schneller spielen sollen, aber das ist immer so, ne? Wir haben irgendwie letztes Jahr nach Essen waren zu viele andere Sachen, die sich da irgendwie dazwischen geschmuggelt haben und das ist natürlich immer das Problem bei den Legacy-Sachen. Man braucht halt einfach lange Spielzeit und hat jetzt bei Pandemic Legacy bei uns eben nicht kurz hingehauen auf die Schnelle, aber es kommt noch.
Es kommt. Und das ist einfach Platz 1. Und vielleicht solltest du das noch sagen. Ich meine, man könnte ja sagen, naja, ist das nicht das gleiche wie Pandemic Legacy 1? So viel Review kann ich hier schon unterbringen. Ja. Das ist es tatsächlich nicht. Es ist wirklich. Sonst wäre es auch nicht auf der 1. Nee, es ist, also man hat es ja, es ist ja bei vielen. Es hat wirklich diese Lorbeeren, die der erste Teil hatte, hat sich ja bestätigt. Auch der zweite Teil wird extrem hoch gerankt und bewertet. Und tatsächlich, die haben dieses Niveau gehalten. Die haben es geschafft, wirklich ein anderes Pandemic zu machen. Die einzige Sache, die ich wirklich spoilerfrei wirklich dazu sagen kann, ist, wenn ihr gar nicht kennt und Pandemic oder Legacy noch kein Begriff für euch ist, fangt mit Season 1 an. Es ist der Season 1 fängt wirklich da an, was Pandemie ist. Man kann sogar Season 1 am Anfang, bevor man Legacy dazu nimmt, noch als reines Pandemie spielen und dann entwickelt sich dieser Legacy-Aspekt. 2 ist wesentlich, finde ich, komplexer. Also das sollte man schon Erfahrung mit Pandemie oder gar Pandemie Legacy haben, um da nicht verloren dann zu sein, weil da gibt es wirklich, also mechanisch geht es da dann durchaus auch in andere Richtungen und so. Total spannend, hat mich auch überrascht. Aber ich finde es auch da wieder müh komplexer als der Vorgänger. Ja. So, und jetzt sind wir wirklich fast durch. Jetzt gibt es nur noch etwas, was wir immer machen, nämlich wir haben jeder noch ein einzelnes Special. Es ist nun mal so, wir spielen nicht alles immer parallel. Das geht auch irgendwie zeitlich nicht. Und deswegen gibt es noch ein Spiel, was wir sozusagen. Oh, jetzt muss ich mal kurz hier. Oh, meins ist nämlich am. Nee, deins ist auch schwer. Meins ist auch schwer. Deins ist noch schwerer. Mein Special des Jahres ist Sands of Time. Oder besser gesagt, The Sands of Time. Ein Spielworks-Spiel. Und ich muss sagen, ich habe es ja solo vorgestellt. Es ist für mich. Ja. Vielleicht das beste Zivilisationsspiel aus der Antike, was es so gerade gibt, was einen nicht zwingt, länger als eine richtig lange Nacht zu spielen. Es kann epische Ausmaße annehmen, vor allem wenn man es zu fünft spielt. Es wird einem sehr warm ums Herz, wenn man, so wie ich, ein alter Civilization-Fan ist von Sid Meier. Ja. Ja, das einzige Problem ist, man muss es noch irgendwie in die Finger kriegen, weil es ist ein Spielwerksspiel und wahrscheinlich wieder ausverkauft, aber ich glaube, es wird auch wieder kommen. Die kommen auch ab und zu mal so, mal wieder. Und ja, ansonsten schaut euch die Rezension bei mir an. Es ist halt etwas, ja, da hast du leider, bist nicht dazu gekommen. Ich spiele noch. Ja. Also, mir gefällt eigentlich auch alles, was du darüber erzählst. Es dauert nur lang. Halt, ja, also. Und man braucht eigentlich, das ist mein Fazit, das ist das Problem, es dauert nicht nur lang, es ist halt auch zu dritt, viert, fünft am besten. Ja, das ist das Problem. Also das heißt, ich würde es nicht zu zweit empfehlen, ich würde es sogar fast nicht zu dritt empfehlen, weil erst so ab 4, 5, wenn du dann halt wirklich einen hast, der aggressiv ist und einer geht auf die Kultur und einer geht, macht das und so, erst dann wird es wirklich ein schönes interaktives Spiel. Sonst macht jeder so ein bisschen vor sich hin. Naja, The Sands of Time und deins. Meins. Ja, zu deinem bin ich leider nicht ist gekommen. Ist wahrscheinlich auch, ich meine, das ist halt in dem Jahr, weil es bei mir in dem Jahr ist. Ja. Die Rede ist von, was ist denn da eigentlich oben das und unten? Das ist oben, ja. Seventh Continent. Ja, das haben wir schon. Das ist so. Ist das so. Das oh, liegt oben bei dir. Das liegt immer ganz oben, deswegen ist es eingestaut. Das schaut man an einem Tag immer zu, die oberste Ding. Jedenfalls, The Seventh Continent, wir haben es ja schon mal ein bisschen erwähnt. Da haben die Leute, weil ich ja natürlich lispel und wer ein Englisch kann, so schreibt man es. Und es ist, so viel kann ich sagen, ohne es wir schon vorgestellt haben, es ist nichts anderes als das beste Abenteuer-Exploration-Game, das ich bis dato kenne. Discover, ich bin extrem gespannt, was du jetzt im Oktober hier auf den Tisch zaubern wirst, weil das hier ist halt, ich bin auch sonst nicht so der Solo-Spieler. Das ist ein Spiel, das kann ich mir solo absolut vorstellen. Ist natürlich auch zu zweit lustiger, wenn man es absprechen kann, oder zu dritt, dass man halt zusammen das Abenteuer legt. Aber weil das wirklich wie ein Abenteuer-Spielbuch als Spiel ist, wo man sich halt vorstellt, das Thema von dem Abenteuer-Spielbuch wäre, du bist verflucht worden, bist irgendwo auf einer Insel gestrandet, suche nach einem Weg, deinen Fluch loszuwerden. Und so ist es halt auch. Es gibt unterschiedliche Flüche. Ich habe hier schon viele Stunden verbracht und habe diesen ersten Fluch noch nicht losgeworden. Also es ist wirklich auch epische Größe, es ist nicht eine Insel, sondern ich bin schon auf eine andere gefahren und da ist das und hier und da und das ist extrem toll. Du kannst wirklich einfach so viel entdecken und machen und anfertigen und es ist ein Spiel gegen die Zeit, wo du aufpassen musst, weil wenn du stirbst, dann war's das, dann bist du tot und dann fängst du von vorne an. Dann bist du erstmal einen Tag lang traurig und dann fängst du irgendwann von vorne an und versuchst halt dein Wissen und dein, du weißt ja dann, ah, da drüben war die Insel, das ist ja alles so, der Kontinent bleibt wie er ist. Du musst den dann halt nur versuchen, effizienter zu erforschen. Also auch so eine Prise Time Stories mit drin, nur in viel epischer. Und das ganze Spiel, deswegen, ich habe immer noch Zweifel, Feuerland, traut euch einfach.
dass das jemals auf Deutsch rauskommt, weil das besteht wirklich nur aus Karten und auf jeder Karte, fast auf jeder Karte ist auch noch Text. Also dagegen konnte man Gloomhaven an einem Wochenende übersetzen. Aber jetzt, wo Gloomhaven auf Deutsch rausgekommen ist, da hätte ich damals auch gesagt, never, niemals, vielleicht. Vielleicht, genau. Und das war sie, unsere Jahresrückblick, Erweiterung gab es auch noch, die habe ich auch unterstützt, die kommt aber erst. Das machen wir so eine große Schachtel. Cool, ja dann, ich muss es auch noch spielen. Wir haben einfach, man hat zu wenig Lebenszeit, aber genau aus dem Grund machen wir ja diese Listen, damit auch ihr die Möglichkeit bekommt, aus der großen Menge der Sachen, vielleicht die Sachen rauszuziehen, die aus unserer Sicht am lohnendsten sind. Und ja, das war unsere Liste 2018, die besten Spiele des zurückliegenden Spielejahrs. Essen kann kommen. Wir machen ja immer dann vor Weihnachten nochmal so eine Weihnachtsliste, wo wir dann versuchen, alles, was wir dann schon aus Essen rausgezogen haben und euch dann empfehlen können als ganz aktuelle Geschenktipps. Das kommt dann auch immer noch. Auch diese Listen sind aber so ein bisschen allgemeingültig. Also wenn ihr jetzt angebissen habt oder vielleicht sogar das erste Video ist, was ihr uns hier anguckt auf unserem Kanal, gerne schaut euch die anderen jahresbesten Listen an. Schaut euch gerne die Weihnachtstop-Listen an. Das sind auch so generelle Tipps, die wir geben. Da sind natürlich so ein paar Überschneidungen drin, jetzt auch mit dieser Jahresrückliste. Also ich glaube, in der letzten Weihnachtsliste sind sicher so Sachen drin, wie vielleicht Meeple Circus oder sowas. Hm. Aber diese Listen kann man sich auch angucken. Ansonsten sagen wir danke. Danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren, fürs Unterstützen auf Patreon. Aber das ist vielleicht etwas für Leute, die uns schon ein bisschen länger angucken, wenn ihr da uns unterstützen wollt, dass wir noch mehr machen, dass wir noch speziellen Content machen, Bonus-Content und einfach vorangehen, unsere Videos immer weiter verbessern, neue Formate ausprobieren. Dann guckt mal bei Patreon rein, machen wir auch tolle Events für die Leute, die uns unterstützen und alles Mögliche. Und ansonsten? In diesem Sinne, spielt schön weiter. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.